Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde World of Tanks. Diesmal im 8er schweren Panzer der Deutschen, dem Tiger II. Und ihr wisst ja, ich habe eine ganze Weile nicht World of Tanks gespielt, habe man auch an meinen Folgen gesehen, die ich jetzt veröffentlicht habe. Und bin jetzt wieder voll drin. Hier spiele ich eine Runde mit meinem besten Kumpel, Saxony Gamer, oder Felix, kennt man schon aus anderen Videos. Und ja, im Sommer gab es ein bisschen einen Buff für die Reihe bis zum E100. Und der Tiger 2 fahre ich ja schon eine ganze Weile, ist voll ausgebaut. Ich glaube, ich fahre mit, boah, Ansetzer, Stabi und Lüftung. Da ich unten nicht sehe, denke ich das. Und ihr seht, ich habe auch ein bisschen APCR dabei, aber die brauche ich gar nicht. Es ist hier im 8er Matchmaking, da ist der Tiger ein absolutes Tier. Und da wir hier viele, viele in meine Richtung fahren, und ihr seht so ein bisschen, wenn es hier leckt, das war leider der Server, der ein bisschen rumgeleckt hat. Da viele in meine Richtung fahren, habe ich mir gedacht, okay, wenn dort nur drei andere Achter-Heavys da runterfahren, dann bleibe ich hier in der Ecke stehen. Mich würde der ein bisschen der Knubbel da nerven, der so rausragt, ne? Weil ich glaube, den kann ich treffen theoretisch. Ich weiß nicht, ob der durchschießen kann. Aber jedenfalls warte ich hier ganz entspannt, bis die Gegner hier auftauchen. Und da ist schon der erste Kandidat. Der erste Kunde Hammer. Und der erste Abprallarm auch. T26. Der andere Tiger 2 stellt sich da so hin, dass man die Unterwanne sieht. Ich stehe hier komplett mit meiner Unterwanne versteckt. Man sieht nur so ein bisschen mein Türmchen. Man könnte versuchen, mir oben in die Cupola zu schießen, das natürlich nicht so wahnsinnig viel bringt. Da sehe ich die Unterwanne, Rinder mit der Luzi. Dann drehe ich ein bisschen weg, sicher ist sicher. Aber er kommt normalerweise auch rein, weil er jetzt Gold geladen hat mit APCR. Das heißt, ich muss mich besser winkeln und weniger auf die Panzerungsdicke gehen. Deswegen bin ich einen Ticken zurückgefahren, um dem deutlich schlechtere Optionen zu geben, durchzuschießen. Aber da hat er die Kommandantenluke anziehen können, weil ich ganz entspannt da stand und mich null bewegt habe, was natürlich ein Problem ist. Also, Lerneffekt schon da. Wir müssen uns einen besseren Winkel hinstellen und wir müssen uns bewegen, dass er die Kommandantenluke nicht einfach easy wegsniped, damit wir hier mit positiven Trades rausgehen. Da ist mein Kumpel jetzt schon raus. Der ist ein bisschen arg weit vorgefahren mit seinem T28 Prott. Der Schuss ging, keine Ahnung wohin, ob es gegen den Knubbel ging, der vor mir oder nicht. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Diesmal bin ich aber ein Stück weiter rüber gefahren, damit man nicht einfach meine Kommandantenluke ansnippern kann. Gleichzeitig kann er natürlich jetzt einziehen und deswegen wollte ich den Schuss provozieren und dann erst wieder rumkommen. Und hier nervt mich das. Der Knubbel da hat schön genau die Unterwanne blockiert, dass ich da nicht ordentlich draufziehen konnte. Ich glaube, ich kann da nicht durchschießen, denke ich. Ich glaube, es gehört zur Wand. Laut Wargaming. Finde ich irgendwie eine Quatschoption. Da habe ich nach hinten geguckt, ob hinter mir schon gleich was kommen wird. Aber auf der Map sieht man eigentlich noch ganz gut. Unsere Frontline hält noch ganz gut. Und hier fährt er einfach raus. Bin mir nicht ganz sicher, ob er hier einfach zu ungeduldig geworden ist oder was. Hier fährt jedenfalls einfach mitten auf die Straße. Also auch gerade geschossen. Da habe ich ihn sogar getrackt. So steht er einfach da. Hat nur 60 HP. Weiß nicht, was er viel machen will. Ich meine, ich kann jetzt. Hier habe ich sogar noch einen Schuss gebounced auf meiner Oberwanne und dann ist er tot. Da ist er einfach. Der hatte keine Geduld mehr, was das Trade mit mir angeht. Ist natürlich easy oder nett. Da kriege ich ein paar mehr Damage rein. Dachte ich mir, okay, wir müssen jetzt mal hier irgendwie was machen. Wir machen das mal hier ein bisschen vor. Da hier anscheinend sonst niemand in der Mitte kam und alle anderen, glaube ich, schon fast gespottet sind, bis auf ein paar Panzerjäger. Fahren wir mal vor, können wir hier ein bisschen in der Mitte Druck machen, je nachdem, ob wir das reinkriegen oder nicht. Stelle mich dann so hier hinter das Wrack, weil ich mir dachte, es wird bestimmt gleich da oben Sachen aufgehen. Da sieht auch schon, so 130 PM war da oben schon offen. Und jetzt können wir hier ein bisschen von der Seite in die Mediums reinschießen, weil hinter mir noch ein Cornavaron steht und damit die Seite blockt. Und dort ist die 130 PM. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Zack, weg damit. Und wie gesagt, dadurch, dass sich der Tiger hier so schön mitten auf die Kreuzung gestellt hat, haben wir natürlich auch eine sehr, sehr gute Hull-Down-Position. Wodurch es sehr, sehr angenehm ist, hier zu stehen und sehr, sehr sicher. Da von links nichts pusht, die haben sich nicht umgedreht. Und der Cornavaron blockt dort immer noch den Eingang für Löwe und so und den anderen Tiger 2. Jetzt pushen oben unsere Mediums, das heißt, wir können hier weiter rumdrücken. Wie gesagt, das ist alles gespottet bis auf eine Su 130 PM, das seht ihr auch. Und die steht wahrscheinlich mit oben dort bei einer anderen Su 130 PM oder beim Scorpion, irgendwo da in der Gegend. Da haben wir die Seite vom Tiger. Natürlich sehr, sehr entspannt. Aber ihr seht schon, wir haben schon 2800 Schaden und hier ist noch einiges zu holen. Wir bleiben hier schön geduldig, warten, bis wir nachgeladen haben, bevor wir wieder rumgucken. Der schießt HE, warum auch immer er HE schießt, weil er müsste eigentlich die große Kanone haben, so wie es aussieht. Wir wollten jetzt nicht rumfahren und direkt alle anderen beschießen. Wir wollen immer möglichst einen beschießen. Und der guckt schon in unsere Richtung. Das ist natürlich bitter. Jetzt sind wir One-Shot. Nicht ganz so schön und ich bin mir nicht sicher, wobei der Lynx deckt da rechts auf. Wir sollten hier nicht einschießbar sein von rechts. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen darauf achten. Der Tiger 2 könnte zum Beispiel hinten rumkommen. Darauf warte ich jetzt gerade, weil der anscheinend nach hinten gefahren ist.
Und wenn ich dort mit meiner Turmseite zu ihm stehe, dann tötet er mich. Deswegen kann ich jetzt gerade nicht mehr so viel Druck machen. Die ISM ist halt der Meinung, die kann noch. Dann, ja, ich gebe ihr halt sozusagen Backup für die, für ihre Option, ihren Rücken. Nicht, dass ein Tiger 2 da halt reinfährt. Und gucken wir jetzt mal ein bisschen. Jetzt gucke ich hier, dass der Pantera gerade rumkommt. Oh, 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 oh. Der fährt aber komplett raus. Und exposed sich komplett. Ist natürlich nett. Ich warte hier immer noch die ganze Zeit auf den Tiger 2. Ich habe da immer noch so ein halbes Auge drauf, wann der rumkommt. Aber ich will jetzt ein paar Terra rausnehmen. Da habe ich einmal schon abklicken wollen, hat aber nicht ganz nachgeladen. Ich habe euch einen Schuss mehr gefressen. Das ist natürlich blöd. Bin ich einen Tick zu früh rumgefahren. Aber wir sind jetzt schon bei 4300 Schaden. Da kommt der Tiger 2. Und der schießt immer noch. Hey. Jetzt haben wir leider nur die Kette beschädigt und nicht gezogen, was ein bisschen blöd ist. Dadurch konnten wir ihn nicht dort im Track halten. Aber wir haben immer noch eine M40 und einen Tiger 2 vor uns. Das heißt, wir könnten noch fast die 5000 Damage knacken. Der steht so, dass er mich beschießen kann. Deswegen, ha, jetzt hat er zum Glück nicht HE geladen. Bei 70 HP von mir übrig geblieben, sondern AP. Dadurch ist er abgeprallt. Da muss ich aber wirklich im Stream mal so ein oh, 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 nicht weiter vorfahren. Der hat Bock auf mich. Und wie gesagt, das sind die üblichen abendlichen Lags, die ihr hier gerade im Replay seht. Kommt halt dafür, dass die Sachen bestätigt werden müssen vom Server und dadurch ruckelt es ein bisschen. Und da ist der letzte Gegner auch noch gestorben, also insgesamt 4500 Schaden, 1600 abgeprallt und gerade so überlebt. Ist dann insgesamt ein Panzerass, war mein erstes Panzerass auf dem Tiger 2 und ich fand mich hier relativ nützlich. Ich habe halt überlegt, ne, wie meine Leute so fahren, dann muss irgendjemand hier zum Beispiel stehen und dann haben wir halt einfach versucht effektiv zu traden. Am Anfang hat es das Tiger 2 ein bisschen schwer gemacht, wo er die Geduld verloren hat, hat er da dort die Lücke geöffnet und im Prinzip sein ganzes Team zum Einsturz gebracht. So, war einfach sehr, sehr nett. Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ich einfach behaupten. Danke fürs Zuschauen und bis bald.